Hallo, in diesem Video wollen wir Terme vereinfachen. Die Aufgabe heißt auch, vereinfacht den Term so weit wie möglich und als Beispielterm haben wir t von x ist gleich 7x mal 3x plus Klammer auf 4x Klammer zu hoch 2 minus 28x² minus Klammer auf minus x² plus 9. Hier sind also alle interessanten Dinge miteinander verwoben. Wir haben Multiplikationen drin, Potenzen, wir haben Klammern und Plus-Minus-Aufgaben drin. Die wichtigsten Rechenregeln muss man sich dafür trotzdem nochmal ins Gedächtnis rufen. Das wäre zum Beispiel Potenz vor Punkt vor Strich. Also erst muss man Potenzen berechnen, dann die Punktrechnung durchführen und am Schluss die Strichrechnungen. Man kann sich auch überlegen, die Klammern erst dann aufzulösen, wenn die entsprechende Rechnung dazu passt. Also Potenzklammern zuerst und Strichklammern dann ganz am Schluss. Aber man kann es auch früher auflösen, aber ich mache es jetzt mal nach dieser Regel durch. Zweite Besonderheit ist, dass wir unterscheiden müssen zwischen Multiplikationen und Additionen und Subtraktionen, was das Rechnen betrifft. Bei Additionen und Subtraktionen darf man zum Beispiel nur gleichartige Terme miteinander verrechnen. Das ist ganz wichtig. Diese Regel gibt es bei der Multiplikation nicht. Da darf man einfach die beiden Faktoren miteinander multiplizieren, ohne jetzt großartig auf gleichartige Terme aufpassen zu müssen. Also, wir beginnen mal. Potenz vor Punkt vor Strich, das heißt, ich gehe diesen Term einmal durch und suche mir alle Potenzen und wenn möglich vereinfache die, den ganzen Rest lasse ich einfach so stehen, wie er da ist. Die erste Potenz fällt mir hier auf, Klammer auf, 4x, Klammer zu, zum Quadrat. Das ist auch gleich eine ganz besondere Klammer, eine Potenzklammer, das bedeutet, dieses hoch 2, da hier die Basis in Klammern steht, gilt dieses hoch 2 hier einmal für die Zahl, also für die 4 und einmal für die Variable, also für das x. So, den Anfang schreibe ich einfach mal ab. Plus. So, und jetzt nochmal das hoch 2 einmal auf die 4 gesetzt, 4 hoch 2 und 4 hoch 2 sind nichts anderes als 16 und einmal die hoch 2 auf das x drauf gesetzt sind x hoch 2. So. Erste Potenz ist aufgelöst. Hier sehe ich, habe meine nächste Potenz, die steht aber nur über einer Variable drüber, nicht über den 28, ist nichts in Klammern gesetzt. Hier kann ich nichts weiter vereinfachen. Ja, x hoch 2 bleibt einfach x hoch 2. Das heißt, diesen Teil schreibe ich einfach ab. So, dann komme ich hier zu meiner letzten Potenz, minus x². Hier gilt auch wieder, es ist nichts in Klammern gesetzt, deswegen gilt diese hoch 2 nur für die Variable x und sonst für nichts. Da kann ich auch nichts vereinfachen. Muss also stehen bleiben. Plus 9. So, Potenz wäre damit erledigt. Als nächstes gehe ich auf die Punktrechnungen. Ich gehe die ganzen Termen nochmal durch und suche mir Punktrechnungen raus. Da habe ich zum Beispiel hier eine stehen. 7x mal 3x. Die rechne ich gleich aus und hier gilt einfach die Zahlfaktoren miteinander multiplizieren und die Variablen miteinander multiplizieren. Bei den Variablen entsprechend Potenzgesetze anwenden, sollten sie erforderlich sein und dann ist es auch ziemlich einfach. Also, Zahl miteinander multipliziert, 7 mal 3 sind 21 und x mal x sind x hoch 2. So, ansonsten habe ich jetzt hier nirgendwo noch eine Punktrechnung mit drin, das heißt, ich schreibe den ganzen Rest einfach wieder ab. So, Punktrechnung ist damit als auch erledigt, es bleibt noch die Strichrechnung übrig. Was mir jetzt bei der Strichrechnung am Anfang noch nicht gefällt, ist, dass ich da hinten dran diese Klammer noch habe. Die da. Die will ich zuerst auflösen und dann kann ich am Schluss sämtliche Strichrechnungen auf einmal durchführen. Jetzt muss ich die Klammer untersuchen. Ich habe schon festgestellt, es ist keine Potenzklammer, weil hier oben ist kein Exponent zu finden, keine Hochzahl. Es ist auch keine Malklammer, die lernt man erst in der 8. Klasse kennen. Ansonsten würde links oder rechts daneben irgendwo ein Multiplikation- oder Divisionszeichen stehen. Also kann es nur noch eine Plus- oder eine Minusklammer sein. Und dafür erforderlich ist nur das Ding, was direkt vor der Klammer steht. Ja, ich habe ja ein Minus vor der Klammer stehen, deswegen ist es eine Minusklammer. Wäre ein Plus vor der Klammer, würden wir es als Plusklammern bezeichnen. Plusklammern sind noch eine Spur einfacher, weil da lässt man das Plus und die Klammer einfach weg. Bei Minusklammern gilt, man nimmt das Minus und die Klammern weg und dreht alle Vorzeichen in der Klammer um. Also dieses Vorzeichen wird umgedreht und dieses Zeichen wird auch umgedreht. Und deswegen heißt die nächste Zeile, den Rest schreibe ich einfach wieder mal ab.
So, jetzt komme ich an der Stelle nochmal schnell zum Wiederholen. Das Minus verschwindet, die Klammern verschwindet und die Vorzeichen innen drin umdrehen. Also wird es zu plus x² und plus 9 wird zu minus 9. Jawohl, jetzt habe ich alle Klammern aufgelöst, es bleibt nur noch die Strichrechnung übrig. Ich habe noch plus, minus drin. Passt. Jetzt gilt es nochmal auf das Acht zu geben, was ich vorhin erwähnt habe. Bei der Multiplikation spielen gleichartige Terme keine Rolle. Bei der Addition und Subtraktion schon. Gleichartig bedeutet, sie müssen die gleiche Variable drin haben. Also hier habe ich zum Beispiel den ersten Term mit 21x², der hat ein x² mit drin. Der hat auch ein x² mit drin, der hat auch ein x² mit drin, der auch. Der letzte allerdings nicht. Das heißt, die minus 9 ist nicht gleichartig zu den anderen. Ich darf jetzt all die zusammenrechnen, die hier dieses x² mit drin haben. Und hier sage ich immer Achtung, nehmt das Vorzeichen immer zur Zahl rechts davon mit. Dazu. Also man liest es dann als minus 28x. Einfach, dass dieses Minus nicht verloren geht und irgendwie nicht irgendwo anders Platz findet. Nein, dieses Minus gehört zu 28. Dieses Plus gehört zu 16. Dieses Plus gehört zum x². Dieses Minus gehört zu 9. Immer zur Zahl rechts davon dazuschieben und als Vorzeichen interpretieren. Dann kann man es ein bisschen umstellen, wenn man es möchte. Lässt sich es meiner Meinung nach leichter rechnen. So, und jetzt müssen wir noch zusammenzählen. Wir haben hier vorne 21x² plus 16x² sind insgesamt 37x². Ich mache einfach jetzt mal einen Zwischenschritt mit. Ja, man kann ja so viele Zwischenschritte machen, wie man braucht. Muss nicht alles sofort im Kopf lösen. So, dann habe ich 37x² minus 28x² sind 9x² und 9x² plus hier 1x² sind 10x². Und hinten dran noch minus 9. Schnell nochmal zur Erinnerung rufen. Sollte keine Zahl vor einer Variable stehen, steht automatisch immer die 1 davor. Ja, eine andere Zahl kann es nicht sein, weil sonst muss ja irgendwas davor stehen. 2x², 5x². Nö, eine 0 kann es auch nicht sein. Weil wenn es 0x² wäre, dann wären es ja insgesamt gleich 0. Und damit würde es auch verschwinden. Nein, es gilt immer, steht nichts vor einer Variable, ist automatisch die 1. Ja, da haben wir 9x² plus 1x² sind 10x². 10x² minus 9. Und jetzt hier im letzten Schritt sehen wir, der linke Term 10x² hat das x² mit drin, minus 9 hat überhaupt kein x mit drin. Die beiden darf ich nicht mehr zusammenrechnen. Ich bin also an der Stelle fertig. Ich kann nicht mehr weiter vereinfachen. Der Term ist so weit vereinfacht wie möglich.